So, ja, ich habe eine kleine Pause gemacht und ja, der Helikopter ist weg. Nice. Richtig geil. Naja, egal. Dann werden wir jetzt mit dem Auto rumrasen. Und, ups, ich habe mir überlegt, dass wir uns eine Rebellenunterschlüsse, der nur nun den Gegner gehört. Ich würde sagen, bevor wir hier hingehen, räumen wir hier alles auf. Aber ich will hier alles weg haben. Beobachtungsposten überwacht die Bewegungen der Rebellen. Das geht mal gar nicht. Okay. Ich würde sagen, ah, da waren wir schon. Haben wir das Schwarze? Haben wir das halt. Haben wir die Schwarzen schon gemacht? Schon, oder? Also bis auf die Fragezeichen halt. Dann würde ich sagen. Unerforschter Ort, nutzen Sie die Drohne, um was? Oder passieren Sie in die Grenzen? Wir gehen mal hier hin. Die Ausrufezeichen, die kommen dann später. Dann gehen wir hier hin. Und dann gehen wir Richtung unten, weil unten, da haben wir noch eine Waffe. Langer Lauf. Mündungstempo, das ist gut. Sturm, ja, Sturmgewehr. Vielleicht auch mit der MP5. Aber wahrscheinlich ja nicht. Weil MP5 ist so. MP5 ist nicht so das. Esto es Radio Santa Blanca. Alter, die klettern durch. Jo, was ihr auch tut, hört sofort auf damit. Und hört zu. Neue Aufnahme von El Sueño. Santissima Niña Blanca, heute möchte ich deinen Segen. Ich bete für Kraft und Mut. Ich bete für Liebe. Ich bete für meine Feinde. Ich bete, dass sie die Wahrheit sehen. Dass sie erkennen, dass ihr Tun falsch ist. Bitte bringe sie auf den rechten Pfad. Den Pfad zur Linken. Öffne ihnen die Augen, bevor es zu spät für sie ist. Bevor sie im Feuersee brennen. Santissima Niña Blanca, gib mir die Kraft, sie sehen zu machen. Wenn ich ihnen nicht die Augen öffnen kann, lass mich ihnen den Kopf öffnen. Amen. Amen, Jingles. Alter. Esto es Radio Santa Blanca. Wie gesagt, ich finde es immer so, es wird krass, wenn so Kartelle eben so tun, als wären sie christlich. Oder halt würden glauben. Ja, klar, es gibt jetzt habe ich wahrscheinlich eine Diskussion angeregt. Es gibt ja natürlich. Oh, darf ich mitspielen? Fußball mit zwei Fußball. Interessant. Es gibt natürlich in jeder Glaubensrichtung Radikale. Das ist ohne Zweifel so. Aber das hat nichts mit Christentum zu tun, was die hier machen. Und dann beten die ganze Zeit. Und die Vipala ist ein indisches Symbol. Nicht indisches, indigenes Symbol in den Anden. Es handelt sich um eine siebenfarbige Fahne mit Schachmuster, wobei jede Farbe für ein natürliches oder religiöses Element steht. Ihr Ursprung ist unklar und es existiert verschiedene Versionen, je nachdem welchen Teil oder welche ethnischen Gruppen die Inka-Reichs, des Inka-Reichs sie darstellen. Seit 2009 ist die Aymara-Variante offiziell zur Zweitfahne von Bolivien geworden. Zusammen mit den klassischen Rot-Gelb-Grün-Banner. Sie ist nun das Symbol für ethnische Vielfalt. Ja, schön.
So. Das war das. Vollinstallationen. Überwacht den Fernverkehr. Wo ist ein Hubschrauber? Ich will einen Hubschrauber. Hilft es dem Kartell unter dem Strich? Wenn es Geld und Mühen für die Armen aufwenden, die Strategie. So, ich glaube denen jetzt mal nicht das Auto, sondern nehmen wieder meins. So. Das ruckelt gerade ein bisschen. Ich hoffe nicht auf der Aufnahme. In der wir alle leben wollen. Wir geben Arbeitskraft und Santa Blanca gibt sie an Bolivien zurück. Mhm. Die Arbeitslosigkeit geht zurück, weil da alle Leute tötet. Entschuldigung. Da. Passt doch. Ja, ich muss ihn. Upsi. So. Also es macht schon, ehrlich gesagt, jetzt nicht Spaß hier rum zu gucken. Also, ja, das Autofahren macht ja nicht so viel Spaß wie Helikopter oder so. Beziehungsweise, es ist schon ultra witzig, weil es ist ultra kompliziert. Ja. Ui. War ein bisschen zu schnell, glaube ich. Wieso? Was war das denn? Ein bisschen ein kleiner Ausreißer hier. Guten Tag. Guten Tag. Hä? Wieso ist das wieder besetzt? Ja, wahrscheinlich, weil es den gehört. Ich meine, wenn da so ein Eingreifteam kommt und das tötet, die alle, dann werden die wahrscheinlich wieder zurückkommen, ne? Irgendwie so. Ah, da war ein Flugzeug, aber mit Flugzeug. Was ist da? Was sind wir denn hier? Ein Fußballfeld gesponsert von Coca-Lero. Hä? Warte, da waren wir da. Das war doch alles mit dem Kapitän Hubschrauber. Entschuldigung. Ja, das war das mal mit den Helikoptern. Du musst doch eigentlich aussteigen und wahrscheinlich wollte er uns zusammenstauchen und dann hat er gesehen, dass wir vier hübsche Leute sind mit fast keinen Waffen. Gleichen Erfolgen sind für eure männlichen Kollegen. Aber weil ihr Frauen seid, geltet ihr als Ratrapadora, die sich den Weg in die obersten Ränge des Kartells erdickt hat. Ich finde es so lustig, dass die Radiosender so eine Mischung aus Portugiesisch, ist das Portugiesisch? Ich glaube schon. Bolivien, also in Brasilien wird ja. Wird ja meist Portugiesisch geredet, soweit ich mich erinnere. Ich hatte ohne Angst vor. Genau, und genau, eine Mischung aus Portugiesisch. Könnt ihr mal schreiben, ob das wirklich Portugiesisch ist, weiß ich jetzt nicht. Und Deutsch, oder beziehungsweise Englisch wahrscheinlich, das jetzt eingedeutscht wurde.
Genau, dass die ja so eine Mischung immer reden. Also, finde ich gut, weil dann verstehen die auch was. Aber ich weiß nicht, ob das in echt auch so ist. Gehen wir hier mal ohne Drohne unten durch. Ja, hier ist ja gar keiner. Okay. Was soll das denn hier? So, dann hole ich mir mal. Hier ist ein Kartellorden. Der Verlust wird einem armen Strolch das Herz brechen. Ja, ich würde sagen, der ist tot. Flup, flup. So, dann gehen wir mal zurück zu unserem Auto. Wo geht's jetzt hin? Da ist ein Helikopter. Ja, da waren wir schon. Das haben wir schon gesalbert. Ich glaube. Also, schauen wir mal kurz nur vorbei. Ich glaube nämlich, dass es wieder voll besetzt ist. Und nochmal. Entbesetzen will ich das nicht. Also bis jetzt sieht's ruhig aus. Ich schau mal Drohne fliegt. Mit der Drohne. Ja, ist ja gut. Ja, okay. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Gut, ist wieder besetzt. Hey, seht mal. Oh. Hallo. Nee, den glauben wir das nicht. Wir könnten auch runtergehen und ein Auto klauen. Aber dann müssen wir erstmal wieder die Sniper ausschalten. Nee, komm. Was machen wir denn jetzt? Ah. Oh nein. Halte den Konvoi auf. Oh fuck. Feuer frei! Feuer frei! Alles okay. Ja, der ist gerade weggelaufen, deswegen wir können dieses Auto. Wartet, nehmen. Ich fahre. Komm. Der fährt schon weiter. Ah, ich hätte eine Mine legen können. Ach. Komm, schnell. Los.
Steig ein. Du fährst das Ding besser nicht. Ja, du steigst besser mal ein. Okay, 670 Meter. Esto es ese vato. Radio Santa Blanca. Con DJ Perico. Dale, vato loco. Halten Sie den Konvoi auf. Ich überhole den jetzt einfach. Und setze dann eine Mine. DJ Perico hier mit dem Rad eines Mannes, der alles gehört und ein bisschen was gesehen hat. In den letzten Tagen sind alles gehört und ein bisschen was gesehen. Santa Blanca hat es sogar bis in die US-Nachrichten geschafft. Und obwohl das für eine kriminelle Vereinigung cool klingt, ist es gar nicht so toll. Bereit für den Angriff. Ziele angreifen. Busch. Eskorte zerstört. Ja, kaum mal einen Kampf schaue ich dann. Sauber, seid gut. Ich melde den Rebellen, wo sie die Medikamente finden. So. Dann sind wir ja auch praktischerweise auf einen Vorposten gestoßen, der einen Erfahrungspunkt und Munition gibt. So, es gibt neue. Was? Ich habe 5? Geil. Genau, das ziehen 2000 von Futter. Batterie. Ich würde sagen, wir machen das da. Verlängern die Dauer der Schadensresistenz. Nach Wiederbelebung. Schusswiderstand. Reduziert den Schaden, den du durch Beschuss erleidest, ja. Weil. Ich will nicht die ganze Zeit sterben. So. Truppen. Waffen. Granatwerfer. Fahrzeugzerstörung. Munitionskapazität. Tempo. Markierungsbereich. Alter, aktueller Rang 40% und der nächste Rang 80. Ja, komm. Ist zwar teuer mit 3, aber 80% ist schon echt gut. Und wir benutzen ja die Drohne eigentlich immer. So. Wo wollen wir jetzt hin? Ach, wir sind jetzt da. Dann gehen wir jetzt mal dahin. Ich mach das, ich fliege. Ich bin bereit. Auf denn los. Da ist überall noch was, aber ja. Was war das denn? Was war bitte das denn? Ein Auto explodiert oder was? War einfach so. Einfach so. Warte mal.
Wieso ist da gerade ein Auto explodiert? Mit dem Nachschub können wir uns Wohlwollen von den Rebellen erkaufen. Ich glaube, das war gerade ein Rebellending. Der ist jetzt explodiert, weil... aus Gründen. Komisch. Na komm. Wollen die anderen nicht? In drei? Nein. Also, meine Güte. Das hat ja lang gedauert hier. So, was haben wir denn da? Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Action. Dann den Vogel mal hier auf dem Feld. So, das war ein bisschen heftig. So. Dann nehmen wir mal Scharfschützengewehr. Und schau mal hier mit der Drohne, was da so abgeht. Ah, da waren wir ja schon. Hab noch einen Tango. Da waren wir, ja, da hinten, da. Tango Nummer 3. So. Mit dem sind's 5. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Es sind 10 Ziele. Easy. Ich könnte mal das mit dem Mörser versuchen. Hey, wir haben einen Narko in der Scheune. So, also die da, ja, ist eigentlich langweilig, das Nest wieder zu leeren. Ich mal hier hin, ja, zu denen, weil da könnten noch so, ja, so grüne Dinger sein. Also ich meine so, ihr wisst schon, was ich meine. So, ich und Worte, ne? Da könnten noch so... mir fällt gerade... Geh in Position. Suche eine gute Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Ziel erfasst. Bin bereit. Roger, Ziel erfasst. Bereit, auf deinen Befehl.
hab ihn. Die Drohne ist oben. Nein. Ruhig, die wissen, wir sind hier. Das war scheiße knapp. Das war scheiße, scheiße. Das muss ich noch besser hinbekommen.